Die Mitarbeiter des ehemaligen Kreisimpfzentrums in Meschstetten haben während der knapp einjährigen Öffnungsphase 3.500 € an Spenden gesammelt. Die Spenden sollen mehreren karitativen Einrichtungen zugutekommen. Das war aber nicht die einzige Spendenaktion der Mitarbeiter. So sammelten sie 2.500 € an Spenden bei der deutschlandweiten Aktion für die Flutopfer im Ahrtal und 1.000 € für das Deutsche Rote Kreuz in Meschstetten.